Hallo, ich bin die Angela Lehner. Das Bildungshaus Osttirol hat mich gebeten, euch für die Zeit der Corona-Isolation ein bisschen zu entertainen mit einer kleinen Kurzgeschichte. Ich selber verbringe die Isolation im Stuttgarter Schriftstellerhaus, wir um die 6, ein ehrwürdiges Gebäude. Und ich lese euch jetzt eine Geschichte über ein Thema vor, das für uns alle besonders spannend ist heutzutage. Das sind Supermärkte. Und die Geschichte heißt Ellipsen ziehen. Mein erster war der Moser. Mitten am Marktplatz stand das Geschäft. Der Familienname der Besitzer prangte in grünen Lettern über der gläsernen Eingangstür, die auch gleichzeitig der Ausgang war. Drinnen konnte man dann eine Runde laufen, eine Ellipse eher, um die beiden Regalreihen herum. Am Kopfende des Raumes befand sich eine kleine frische Theke, an der Kerstin, die Tochter von Frau und Herrn Moser, Tag ein, Tag aus, Wurstscheiben auf beschichtetes Papier stapelte. Extra Wurst oder extra pikant, für manche auch Käsewurst oder Schinken. Kerstin war der netteste Erwachsene, den ich kannte. Mit ihren Korkenzieherlöckchen kam sie, wenn sie mich im Gang auftauchen sah, hervor, fragte, wie es mir ging und massierte mir spielerisch den Nacken. Dabei drückte sie mir mit den Fingern die Sehnen zu stark zusammen, immer taten ihre Kurzmassagen weh. Aber ich beschwerte mich nie. Vom Marktplatz aus schlängelte sich die kleine Dorfstraße nach oben zu unserem Haus. Wenn mein Bruder beim Moser eine Gratisprobe irgendeiner Süßigkeit bekommen hatte und mir daheim davon erzählte, raste ich keine Minute später selbst wie eine Besessene mit meinem Rad die Straße zu dem kleinen Geschäft hinunter. Als ich mit 8 Jahren mein erstes Taschengeld bekam, begann ich, mir heimlich Süßigkeiten zu kaufen, die ich in meinem Zimmer versteckte. Nicht immer jedoch waren meine Verstecke so gut, dass mein Bruder sie nicht gefunden und meine Errungenschaften vor mir verzehrt hätte. Ich konnte mich nicht bei den Eltern beschweren. Immerhin galt zu Hause ein striktes Süßigkeitenverbot und einer Bestrafung meines Bruders wäre unvermeidlich auch eine für mich selbst gefolgt. So fasste ich bald einen Plan. Ich ging zum Dorfsupermarkt und erklärte den Betreibern unter ernster Miene das Problem. Man zeigte sich verständig. Ich kaufte mir eine Familienpackung Schoko-Vanille-Eis und die Kaufmannsfamilie brachte mich damit in ein kleines Zimmer, das durch eine unauffällige Tür vom Verkaufsraum abging. Darin stand eine große Kühltruhe, in der gefrorene Nachschubware lagerte. Mit einem dicken schwarzen Stift schrieb Kerstin meinen Namen auf den Deckel der Eispackung und legte einen Löffel dazu. Wann immer ich das Geschäft nun ohne meine Familie betrat, durchschritt ich die Ellipse mit schnellen Schritten und verschwand für eine Minute im Nebenraum. Endlich bekam ich regelmäßig meine ersehnte Portion Zucker. Zu Hause wunderte sich die Mutter, wie ich es schaffte, trotz Rohkosttellern und Süßigkeitenverbots das dickste Kind der Klasse zu sein. Vielleicht etwas mit den Drüsen. Der Beginn meiner Studienzeit bedeutete den ersten großen Einkaufsschock. Die riesigen Supermärkte Wiens waren Epizentren der Aggression, auf die ich nicht vorbereitet war. Hohe Regalreihen zogen sich scheinbar ins Unendliche, blecherne Stimmen gaben Angebote über Lautsprecher durch. An jeder Ecke schien ein blasser Student zu stehen, der einem Käsestücke auf Holzspießen entgegenhielt. Die Produktvielfalt wollte mich erschlagen. Mittlerweile besuche ich in jedem Urlaub aus Prinzip einmal einen Supermarkt. Ich schaue mir die Lebensmittel an und die Leute.
die echten Leute aus den fremden Ländern, die einem nicht in Kellneruniform ins Gesicht lächeln, sondern vor beleuchteten Tiefkühlregalen stehen und überlegen, welches Gericht sie fürs Abendessen kaufen sollen. In Irland freute ich mich darüber, dass die Menschen an der Kasse trödelten und plauderten. In Amerika suchte ich nach einer Packung Chips, die halb so groß war wie ich selbst, und schickte ein Foto davon an meine Freunde daheim in Deutschland. Vielleicht war es ein Segen, als Kind den österreichischen Dorfsupermarkt ein erweitertes Wohnzimmer nennen zu können. Womöglich ist es aber auch ein Fluch. Heute geht mir vieles zu schnell. Die Leute sind mir zu unfreundlich. Wenn ich meinen Bruder in seiner Stadt besuche und wir gemeinsam einkaufen gehen, verfolgt er eine Strategie. Er baut auf dem Förderband an der Kasse Stopper ein. Stopper sind jegliche Formen von Gemüse oder Obst, die erst an der Kasse gewogen werden müssen. So gewinnt mein Bruder genügend Zeit, seine Einkäufe zu verstauen, bevor ihm nach dem Bezahlen schon die Waren des nächsten Kunden entgegengeschossen werden. Wenn ich heute von längeren Reisen nach Berlin heimkomme, gehe ich erstmal in unseren Kaisers, der schon seit über einem Jahr nicht mehr so heißt, aber wir nennen ihn trotzdem noch so. Nach 22 Uhr werden die bunten Discolichter an den niedrigen Betondecken eingeschaltet und Jugendliche mit zu großer Kleidung und schlechten Haarschnitten strömen durch die Gänge, um sich Snacks für den Abend zu besorgen. An der Kasse frage ich mittlerweile nicht mehr nach Sackerln, sondern nach Tüten. Ich sage nicht, dass ich mit Bankomat zahlen will, sondern mit EC-Karte. Wenn ich rausgehe, suche ich den Blick der Verkäuferin vom Blumenstand und wir grüßen uns. Sie fragt mich, ob alles gut ist. Ich weiß, dass sie mich nicht erkennt, lächle und frage sie dasselbe.